wieder Hannelore Drews von der Hobby Company aus Quickborn und heute habe ich den zweiten Tipp zum Thema, ja, was schenke ich oder wünsche, einfach ein paar Geschenkideen. Das Paket hatte ich dir ja schon gezeigt und heute habe ich mal Stanzen mitgebracht, denn wer kreativ ist, braucht auch Stanzen und zwar sind das hier unsere tollen Anhänger, einmal der gewellte Anhänger und einmal der eckige Anhänger, super einfach zu verwenden. Unsere Stanzen sind ja auch alle zu verschließen und so kann man sie auch wirklich gut übereinander stapeln. Also sehr praktisch auch das Ganze. Einfach aufmachen, einen Streifen in der passenden Breite zurechtschneiden, Krach machen und schon hast du einen kleinen Anhänger, aus dem du auch ganz viele andere Sachen machen kannst. War jetzt nicht vorgesehen, aber wenn du jetzt die andere Seite auch noch stanzt und dann ist jetzt vielleicht ein bisschen kurz dafür, aber auch so geht das. Jetzt müsste ich natürlich meinen tollen Papierschneider hier haben, dann wird das Ganze noch ein bisschen ordentlicher. Aber so hast du jetzt ratzfatz auch eine kleine Verpackung, in die du irgendwas einfüllen kannst. Also geht ganz super. Und das ist einmal der gewellte Anhänger und einmal der eckige Anhänger. Super tolle Geschenkideen. Dann habe ich noch mitgebracht hier unsere Pfeilstanze. Das ist eine Endlosstanze, mit der kann man auch ganz tolle Bordüren machen. Zum Beispiel habe ich da so eine Karte mitgemacht mit diesem ganz tollen Endteil hier. Also auch eine super schöne Sache. Und dann habe ich noch eine Bordüre mitgebracht und zwar die Herzstanze. Auch das ist wieder eine Endlosstanze. Ich zeige das auch mal, also einfach das Ganze hier reinlegen. Da ist auch so eine kleine Markierung, wo das Ganze dran kommt. Drücken und jetzt habe ich diese ganzen Herzen hier schon ausgestanzt und lege die jetzt einfach so an, dass das Ganze hier mit diesem Rapport, der hier weiterführt, übereinstimmt. Jetzt habe ich keine Brille auf. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Die hätte ich mir natürlich zurechtlegen müssen. Ich probiere jetzt einfach mal mein Glück. Okay, hat geklappt. Also du siehst, ich habe hier so einen richtig schönen Rapport. Die kann ich auch noch verwenden. Und wenn ich jetzt so noch ein passendes Blatt nehme, habe ich schon eine ganz tolle Karte, die ich dann auch jederzeit weiter verzieren kann. Also auch ein super schönes Teil hier, unsere Herzbordüre zu den Etiketten zeige ich euch auch noch mal ein paar Muster hier ganz für Weihnachten in Silber oder Gold mit allen möglichen Sachen, die man dazu verwenden könnte. Aber natürlich ist es auch was fürs ganze Jahr. Da hatte ich kürzlich gerade ein Video zu gemacht. Da habe ich hier den eckigen Anhänger verwendet und mit Pergament wunderschön oder hier auch wieder einfach ein paar Stempel drauf, ein bisschen Accessoires und fertig. Also auch ganz tolle Geschenkideen und vielleicht ist was für dich dabei. Dann melde dich einfach bei mir. Das war's aus Quickborn. Tschüss!